Hallo, hier ist Mike von Fantastisch und Rettend zugleich. Ich zeige euch heute, wie man einen KI-Stimmeneffekt erzeugen kann, also den Klang einer künstlichen Intelligenz. Dazu hören wir uns erst einmal an, wie das Ganze am Ende klingen wird. Hier ein Auszug aus unserem Science-Fiction-Comedy-Hörspiel Fantastisch und Rettend zugleich, Space Wars. Sag mal, Bordcomputer, befindet sich hier eigentlich irgendwo eine Zahnbürste? Eine Zahnbürste befindet sich in der Box zu deiner rechten Seite. Ah, sehr gut. Ja, ist schon ein paar Tage her seit dem letzten Mal putzen. Dann stell dich mal lieber auf das stärkste Programm. Leistung auf 800%. Oh, oh. Ich verwende für diesen Effekt das kostenlose Audiobearbeitungsprogramm Audacity, Version 2.4.2 zum Zeitpunkt dieses Videos. Allerdings lassen sich die einzelnen Schritte auch auf eine andere Software übertragen. Wir starten mit einer Audioaufnahme. Dazu nehmt ihr entweder selber etwas auf oder man nimmt einen Text-to-Voice-Service, also ein Tool, welches Text in Sprache umwandelt, wie zum Beispiel die kostenlose Webseite ttsmp3.com. Link in der Videobeschreibung. Dadurch, dass die Stimme bereits künstlich ist, macht es den KI-Effekt etwas glaubhafter. Bei ttsmp3.com schreiben wir jetzt unseren gewünschten Text in das Textfeld rein. In meinem Fall brauche ich zum Beispiel noch den Namen unseres Hörspiels als einleitende Ansage und suchen uns eine Stimme aus. Ich habe mich jetzt für German Wiki entschieden und lade anschließend die generierte MP3-Datei herunter und ziehe sie dann per Drag and Drop in unsere Audacity-Projektdatei. Unsere Aufnahme befindet sich nun in einer Audiospur. Wir spielen einmal ab. Fantastisch und rettend zugleich, Space Wars. Diese Spur duplizieren wir nun, indem wir sie hier links anklicken und auf Bearbeiten, Duplizieren klicken oder Shortcut STRG D. Anschließend verschieben wir diese duplizierte Tonspur um 0,03 Sekunden. Das geht am einfachsten, indem man mit dem Cursor an den Anfang der Tonspur geht und dort einfach 0,03 Sekunden Stille einfügt. Über Erzeugen, Stille, 0,03 Sekunden. Mit dem Versatz könnt ihr natürlich experimentieren. Ich finde die 0,03 Sekunden am passendsten für den Effekt, den ich erzielen möchte. Wir hören einmal rein. Fantastisch und rettend zugleich, Space Wars. Wie man nun hören kann, haben wir jetzt einen blechernden Hall-Effekt erzeugt, welcher relativ typisch für solche künstlichen Stimmen ist. Das liegt einerseits an dem von uns generierten Nachhall von 0,03 Sekunden, als auch durch die Auslöschung einiger Frequenzen im Signal durch diesen Versatz. Letzteres nennt man den Kammfilter-Effekt, falls euch das weiter interessiert. Man kann theoretisch jetzt schon aufhören, wenn man bereits mit dem Ergebnis zufrieden ist. Aber ich finde, da gehen noch ein paar Nuancen. Also duplizieren wir diesmal die zweite Spur und verschieben sie nochmal um weitere 0,03 Sekunden. Da mir das so aber noch ein bisschen zu stark klingt, verringern wir die Lautstärke noch etwas, in meinem Fall um ca. 15 Dezibel. Der Unterschied zu vorher ist sehr fein, macht aber meiner Meinung nach etwas aus. Wir hören nochmal rein. Fantastisch und rettend zugleich, Space Wars. Und zuletzt duplizieren wir die allererste Spur noch einmal, verschieben sie aber nicht, sondern verringern die Tonhöhe um 5% mit Hilfe von Effekt, Tonhöhe verändern, Änderung in Prozent, minus 5. Auch hier spielt mit den Werten rum, was euch einfach am besten gefällt. Und da mir der Effekt so noch etwas zu stark ist, verringern wir die Lautstärke nach Belieben, in meinem Fall wieder um ca. 15 Dezibel. Auch dies macht nur einen sehr kleinen Unterschied aus, aber klingt meiner Meinung nach besser, als wenn wir bereits nach dem ersten Schritt gestoppt hätten. Und am Ende klingt das Ganze dann so. Fantastisch und rettend zugleich, Space Wars. Jetzt einmal alles mischen und rendern, indem ihr mit STRG A alles auswählt, anschließend über das Menü Spur, Mix, in neue Spur mischen und rendern und ihr könnt die neue, letzte Spur exportieren, ohne destruktiv gearbeitet zu haben. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen und wenn ihr Lust habt auf ein kostenloses Science-Fiction-Comedy-Hörspiel oder sogar eine Fantasy-Comedy-Hörspielserie, dann hört euch doch einfach gerne Fantastisch und Rettend zugleich auf unserem YouTube-Kanal an, Links dazu in der Videobeschreibung oder im Abspann. Und hinterlasst gerne einen Daumen hoch als Danke für dieses kostenlose Tutorial, wenn es euch geholfen hat. Fragen natürlich gerne in die Kommentare rein.